Piraten ohne Pirateninsel. Siege setzen. Das ist eine Liederinsel. Leona. Wie heißt die? Das ist ein guter Freund. Leona B. Leona B. Leona B. Leona B. Aber eigentlich ist die nicht gut, weil da ist weder Hopfen. Was ist Hopfen? Noch so Bier machen und kein Paprika zum Fleischkonserven machen. Was sagt die? Hannah hebt die Beijing. Was ist Bedeutung eines? Ein Marktplatz. Ach so, okay. Soll ich jetzt Marktplatz bauen? Nee, ja, guck mal, die sagte hier, das bleibt auch drin, ne? Bauen Sie einen Marktplatz. Aha. Bauen Sie 8 Bauernhäuser, beherbergen Sie 10 Bauern. Aha. Du musst erstmal die Bauernhäuser, erst einen Marktplatz und dann musst du Bauernhäuser bauen. Aha. So, ich guck aber, hier ist die Weltkarte. Aha. Die anderen, die sind schon eifrig dabei, ne? Guck mal, die bauen schon. Deine Mitstreiter, ne? Mhm. Das ist einmal der Gelbe, ist der Mann. Mhm. Willi und das ist Prinzessin Queen. Oder aha. Wie die heißt. So. Die Insel sieht aber nicht gut aus. Mhm. Warum erstmal ohne Bauernhäuser Marktplatz bauen? Erstmal müssen die leben in Bauernhäuser, vorher Marktplatz. Wenn du keinen Kater hast, wo willst du denn dann Essen einkaufen? Ah. Du hast ja noch keine Fische und keine Klamotten und kein gar nichts. Ne? Ja, verstanden. Also hat das. Guck mal, so weit sind deine Gegner schon. Mhm. Siehst du das? Da angefangen? Aha. Was hat er da für eine. Achso, der hat erstmal Holz gebaut. Holz ist sehr wichtig, weil wenn du kein Holz hast, kannst du keine Hütten bauen. Ne? Aha. Erstmal mein Gegner hat hier schon gebaut, kleines Stück. Weißt du, ne? Ja, der Computer ist schneller wie du. Ach so. Erzähl mal bitte, erstmal vorher, dass du da große Stadt oder Insel gebaut, auch solche ein leerer Dschungel gewesen, ne? Ja, das ist auf deiner Insel noch auch. Ja, ich kann gut erinnern. Gut, oder belassen wir das erstmal bei der Insel. Hopfen und Paprika kannst du dir nachher auch von einer anderen Insel holen. Das ist erst für die gehobene Klasse, ne? Weil erst brauchst du nur Kartoffeln und Weizen. Für Brot. Die muss da geliehen werden oder an von anderen Inseln. Was bedeutet, muss es kaufen von anderen Inseln? Nee, du wirst nachher, du brauchst 2 oder 3 Inseln. Mhm. Zumindest 2. Die nächste Insel guckst du dann, wo es diese Rohstoffe gibt. Aha. Weil Hopfen und Paprika ist wichtig. Aha. Aber dann baust du dir Lieferschiffe, dann bebaust du eine andere Insel, Lieferschiffe, ne? Aha. Frachtschiffe. Aha. Und dann holst du das von einer anderen Insel, weil Hopfen und Paprika braucht man nicht so viel. Aha. Oder beziehungsweise, wenn man die andere Insel ausbaut, dann kann man da auch gleich Bier machen und das Bier dann zu dieser Hauptinsel schicken. Ach so. Brauche ich auch so wie ähnlich Buch? Ne. So, ist aber erstmal egal. Fortsetzen. Fortsetzen, wo ist unsere Insel? Lila, da muss man erstmal drüber gehen. So, jetzt, warte mal, wir gucken uns unsere Insel eben erstmal an. Da hast du Ölquellen, die sind wichtig. Aha. Wir sind in dieser Welt oder in einem anderen Planet? Nein, nein, diese Welt. Die ist gar nicht so groß, die Insel. So, jetzt muss ich gucken, für meine Stadt brauche ich möglichst viel Platz. Ich baue erstmal ein Spielzeugladen.
Dann brauchen wir Lehm, weil wir Steine machen müssen. Mhm. Ne? Um was zu bauen, ne? Straßen und wichtige Gebäude. Wovon Steine? Von diesem Rock kommen? Nein, nein, die ist Baustein. Häuslebau. Matt. Aha. Nachher in den fortgeschrittenen Stufen hast du Zementminen. Mhm. Da Zement und dann hast du eine Zementfabrik, damit du Zement zum Bauen hast. Mhm. Das kommt aber erst später. Mhm. So, wir wollen jetzt ja erstmal wissen, wo wir unsere Stadt hinbauen. Auch von der Größe her. Einfach hier mal so rüber anfangen. Mhm. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Anfangshaus zu versetzen. Dann gehe ich hier auf Tools. Versetzen, ne? Die Handfläche. Versetzen. Ich drücke das mal einmal. Aha. Dann kann ich das Kontur nehmen. Aha. Und woanders hinstellen. Achso. Versetzen. Aha. Dann kann man bringen, wie du möchtest, der Platz, ne? Ja. Guck mal, du musst mal gucken, hier ist schon so ein bisschen vorgegeben, wo der Merkplatz am besten hinkommt. Ne? Rechts, links klicken mache ich alles. Und wenn ich rechts klicke, gehe ich aus dem Menü wieder raus. Ne? Linke, rechte Maustaste. Ne? Also muss dann geschrieben werden. Linke Taste. Ich schreibe hier. Was ist das? Du bleib doch mal erstmal da kommen. Du hast ja eben gesagt, sehen. Ich drücke links. Versetzen Tool. Dann kann ich das nehmen, versetzen. Oh, ne? Oh, oh. Dann packe ich das ab und wenn ich aus der Hand rausgehen will, aus diesem Menü, das gibt ja hier die ganzen Menüs, dann klicke ich einmal rechts. Oh, okay. So, jetzt bauen wir erstmal eine kleine Straße dahin, wo wir unseren Marktplatz hinhaben wollen. Zack. So, jetzt sagt sie Marktplatz, hier ist ein Marktplatz. Den bauen wir aber hier rein, weil das vom Vorteil ist, wenn man sich hier gleich ein bisschen Platz in der Mitte lässt. Wow. Achso, beide Seiten muss Straßen sein, ne? Nee, ich brauche Lagerhäuser und wenn ich gleich in der Mitte mit Häusern anfange, zerstören, da will ich dich nicht haben. Jetzt habe ich Straßen gebaut. Nein, das Prinzip ist, wenn ich jetzt hier alles vor Häuser baue, ich muss nachher Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei haben und dann muss ich die Häuser wieder alle abreißen, um die Gebäude zu bauen. So. Von daher ist es schlauer, wenn man sich gleich Platz lässt. Aha. Dann danach Marktplatz wäre die Krankenhäuser oder Feuerwehr und solche Sachen oder ein Bauhäuser. Okay. Was ist die Häuser drin? Würde ich jetzt links und rechts bauen. Ach so. Okay. Und hier in der Mitte kann ich dann meine anderen Gebäude, die ich brauche. Krankenhaus. Feuerwehr, Schule. Jetzt habe ich einen Marktplatz, die Bars müssen gebaut werden, wo sie Schnaps trinken können und und. Ne? Ah. Dafür brauche ich in der Mitte Platz. Also. So, nur ist aber an diesem Querschnitt, die Insel ist eigentlich scheiße geschnitten. Den Hund muss das hier gehen, oder? Kann er das speichern und nach halber Stunde wieder anfangen? Ist ja noch gar nicht so spät. Okay. Wegen Regen gestern Abend bin ich nicht mit ihm gewesen. Ei, yo! Fortsetzen. Da die Insel aber so blöde liegt, lasse ich mir das mal hier einmal frei und da einmal. Ich werde den Marktplatz mal von den Bergen hier bis zur Küste so ungefähr mittig nehmen.
wenn ich das, hier habe ich jetzt Häuser, ich muss dran denken, unten brauche ich eine Straße, wo sind meine Ölvorkommen? Da, da werde ich wahrscheinlich von da kommen. Komm, ich muss hier nachher auch mit einer Eisenbahn rüber. Ich brauche auch Platz für eine Eisenbahn. So, Häuser bauen. Also, hast du direkt, also erstmal hast du Häuser angeklickt, oder? Unsere ja, Häuser. Und ich kann ein Haus bauen und wenn ich das weiterziehe, kann ich mehrere bauen. Aha, okay. So, die Häuser müssen versorgt werden mit der Straße. Siehst du, dass die jetzt sagen, wir haben hier keine Straßenanbindung. Ne? Guck mal, wenn ich eine Straße rumziehe, dann werden sie zufrieden. Ne? Also immer diese Pfeil hochgehen, rot oder irgendwelche Zeichen, das bedeutet, dort fehlt etwas. Oder im, da, ja, im Prinzip, gebaut. So, jetzt haben wir zu Anfang viel zu wenig Bretter. Ich habe aber hier noch was auf dem Schiff drauf. Da hole ich mir erstmal ein paar Bretter noch. Die passen noch gar nicht alle drauf. So, nun muss ich aber unbedingt sehen, dass ich Holz mache. Jetzt ziehe ich mal eine Straße von hier. Holz mache ich am besten, wo es schon viele Bäume gibt. So, zack. Jetzt gehe ich auf Bretter. Ich brauche ja Bretter. Wenn ich das anklicke, dann mache ich erstmal hier ein Holzfäller. Er muss auch dicht genug Draht noch dran sein, damit er, dass wenn er zu weit weg ist, dann musst du ein Handelshaus bauen, weil so weit fahren die denn nicht. Ach so. Hier ist erstmal ein Kontor, wo er sein Holz hinliefert. Und jetzt baue ich dazu auch gleich noch eine Sawmill. Aha. Ne? Aha. Bäume, Sawmill. Okay. Aha. Also nach dem Sawmill gebaut hat, $100 rausgewendet. Ja, hier ist dein Anfangs, du hast 75.000 gehabt, das habe ich jetzt schon verbaut. Ach so. Die Bilanz, das ist jetzt noch rot, das muss unbedingt ins Gelbe wieder. Zu Anfang ist das aber, braucht man das nicht. So, jetzt habe ich die Chance, zu Anfang das Arbeitspensum von den Leuten zu erhöhen. Wenn wir das in sämtliche Holzfäller müssen 50% Überstunden machen und die Bretterfabrik auch. Nachher, wenn ich zu viel nach oben stehen lasse, dann fangen sie an zu meutern wegen Arbeitsüberlastung. Aber zu Anfang kann ich sie erstmal arbeiten lassen bis zum Unfall. Das ist deutsche Mentalität, oder? Weil zu Anfang können sie noch nicht meutern. Und die sind jetzt auch noch völlig unzufrieden. Ne? So. Beherbergen die 40 oder 50 Bauern, sagt sie jetzt, ne? Dann muss man mit einem Auge drauf bleiben. So, jetzt brauche ich noch mehr Bauern, ne? Weil ich habe jetzt Betriebe gebaut, jetzt brauchen sie mehr Arbeitskräfte, ne? So, jetzt kann ich so ungefähr abschätzen, wie weit ich komme. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Was sagt sie? Die Bauern sind hungrig. Du musst sie mit dem Nötigsten versorgen. Beginne mit Fisch. Hast du verstanden? Langsam gehört. Man kann das auch lauter machen. Also. Machst du ein bisschen bitte lauter? Ich wusste, wenn es... Du möchtest jetzt im Spiel lauter? Ich hatte sonst hier auf meinem Keypad, hatte ich... Grafik, Audio. Ah, das ist so laut. Schon laut. Ja. Na, dann ist es schon erholig. Na. Machen wir das eben am Fernseher.
Okay. Levin. So, zurück. Fortsetzen. Jetzt soll ich eine Fischerei bauen. Wo sind Fische? Da. Ich schätze deine Hilfe. Wie unbefällig sie auch sein mag. Ja, sie gibt da immer Kommentare zu. Da ist eine Pausentaste. Bei Zeit ist Geld, sonst bauen die anderen sind mehr Developer wie du. Wir wollten jetzt nochmal ein bisschen leiser. Ne? Waren ja eben da rum. Ne? So, fortsetzen. Aufgaben haben wir sowieso nicht. So, jetzt haben wir Fische, wir haben Leute. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Du hast ein Dorf. Ein Dorf gebaut. Wow. Siehst du. Feuer. Jetzt wollen sie Schnaps und Klamotten, hast du gesehen? Aha. Wir werden aber noch mal erstmal einen zweiten Wald bauen. Weil sonst können wir da ja nicht weiter bauen, weil uns das Holz fehlt. Siehst du hier, wie die Holzfäller ihren Bereich haben? Sicher, deine Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. So. Das darf nicht überlappen, weil... Siehst du denn, arbeiten die nur noch, die haben nicht genug Wald, wenn die Holzfäller zu eng stehen, ne? Levin? Ja. Nur habe ich auf beiden 100%, das ist in Ordnung, gehen nur ein bisschen ab. Zack. So, da bauen wir uns auch noch eine Straße hin, am besten außerhalb, sonst gehen die Bäume wieder weg. Zack. Ne? Ja. So, dann brauchen wir auch noch ein zweites Ding mit Brettern, ne? Transportieren, ne? Ja. Ne, Bretter machen noch. Ich habe einen zweiten Holzfällebetrieb, dann muss ich auch noch mehr Bretter machen. Noch 100 Dollar gekriegt. Ja. Hier kann ich nachher noch eine Straße bauen zum Lehm, ne? Da ist die Bricks, ne? Ja. Baustein. Ja. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Was hat sie gesagt? Die wollen Klamotten haben, ne? Klamotten und Schnaps. Ja. So, Klamotten muss ich ganz einfach anfangen. Hier ist mein Holzfällerbetrieb, nachher kann ich den aber woanders hinsetzen. So, wenn ich jetzt hier anfange mit Wolle. Das ist erstmal die Farm. Ich setze die drei Schritte ab, weil das siehst du gleich. Wenn ich die Farm einklicke, die braucht drei Elemente. Zwei, drei. So, dann bauen wir da noch mal eine Straße. Denn wenn sie die Schafweide bauen, da sind nur in der Produktion, da sind nur zwei Tiere drauf und fünf Pässen drauf. Dann klicke ich das, bis ich auf fünf habe. Nimm das nächste Ding, da sind fünf drauf, da sind nur vier Schafe drauf. Fünf kann ich halten. Kannst du bitte sauber sehen? Das ist jetzt so hoch, kannst du gerade kannst du machen? Nee, andere Seite. Ah. Oh, wow, so sehen, Mensch. Ich liebe meine kleinen Dorf sehen. Ah, oh, sechs, sieben kleine Schafe. Da ist Mama Schaf, da sind die Lämme, da ist der Schäfer, Wolle. Frühling, oder? Kleine Schneeballen auch da. Mai, Pusteblumen. Aha. Da sind die kleinen. Mango. Schneeballen. So, wenn ich Schafe habe, muss ich was machen? Kleidung. Kleidung. Richtig. Fabrik. Zack.
-4000 für Kleidung. So, was sagt er jetzt? 28 Bauern wollen wir haben. Für 7 Schafe? So, hier mache ich mir aber auch nochmal eine Schneise. Straße. Ja, ich lasse hier die Mitte nochmal frei. Weil das Problem ist, weil ich hier den Berg habe. Ich kann nicht groß bauen. Mhm. Ich will jetzt nochmal versuchen, dass ich in diese Seite baue. Aber so wie ich die Insel sehe, die wird hier in der Breite, da muss ich meine Schneise gleich anders legen. Du fängst nachher ganz normal hier vorne an und baust irgendwo erstmal. Ja, yeah, ne? Okay. So wie ich das jetzt mache, das ist dann schon... Ja, du bist Systematik und Grafik und... Scheiße. Statistik. Also ich baue irgendwo. Nicht irgendwo, mache ich Gedanken. Du kannst das Spiel dann löschen, wieder neu anfangen. Das spielt gibt alles kein, gibt kein Wiese zu schaffen? Hä? Gibt kein Wiese? Die haben doch ihre Wiese hier. Häuser bauen. Mhm. Ich brauche sowieso ein Lagerhaus, da ist Schnaps, jetzt brauche ich erstmal Kartoffeln. Mhm. So, dann fange ich ganz einfach erstmal an, hier mit Monika Tüffels. Mhm. Zack.
Ja, Klamottenweberei. Mhm. Ach so. Walballas. Oh. Die musst du finden. Straßenhunde. Ne? Akuta. So, und dann mit der linken Maus einklicken. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Dreibeinige Ziege. Jetzt hast du eine Bootsfrau für dein Schiff gekriegt. Ja. Ja. Weil du die Aufgabe gelöst hast, hast du einen Fortun gekriegt. Aha. Das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier auf mein Schiff gehe, okay, und an diesem Kontor bin, so einmal kann ich jetzt einklicken, das Lademenü, mhm, die Bretter, oh, ich habe noch zu viel Bretter, aber sie hat mir ja eben was geschenkt, zwar diese Bootsfrau, mhm, die sagt, dass mein Schiff, mhm, 40% weniger Schaden erleiden kann. Ach so, eine Frau, oder? Die beschützt das, ne? Ah, so, das sind hier unten Schiffs-Items und hier oben ist Ladung. Ah. So, jetzt ist, wenn das Schiff jetzt angegriffen wird, ist das 40% weniger gefährdet. Aha. Da gibt es ein Item, dass sie schneller fahren und Kanonen und, ne? Ah. So, wir haben Feuer. Wir haben keine Feuerwehr gebaut. Oh, 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 oh. Zack, dann brauchen wir aber unbedingt eine Feuerwehr. Weil unsere Schafe brennen. Siehst du das? Oh. Weil du keine Feuerwehr gebaut hast. Mann. Jetzt kommt der Löschwagen nachher. Nee, die Feuerwehr muss erst gebaut werden, eher kann die gar nicht arbeiten. Mhm. Weil wir schon so weit sind. Zu Anfang gibt es das Feuerwehrsymbol noch nicht. Mhm. So, jetzt haben wir aber Kartoffel und Schnaps gebracht. Mhm. Was fehlt uns denn? Kartoffel, Schnaps und was noch? Was braucht man noch? Kleidung, Essen, Häuser, Wasser? Essen tun sie auf dem Markt. Wasserversorgung? Wasser, das gibt spezielle Spiele, wo das auch eingebaut ist. Ist hier in diesem aber nicht drin. Aha. Elektrizität braucht man nachher. Aha. Wenn ich Schnaps habe, der ist in der Fabrik. So, was haben die Leute, wenn er in der Fabrik steht? Gar nichts. Für ein Restaurant, oder? Was ist das? Ein Bar! Ein Bar! So! Ein kleine Küche! Nein, ja, hier, Essen, Trinken, Schnaps, ein Wirtshaus brauchen wir, ne? Ein Hotel. Aha. Ach, welche Feuerwehr ist das? Ne, das ist jetzt nicht breit genug gebaut. Jetzt habe ich Zweifel. Ach so, ja, dieses Ding muss breiter sein. Das muss gedreht werden, weil die großen Gebäude nachher, die sind größer. Mhm. Das ist ja ganz scheiße, das gefällt mir überhaupt nicht. Also diese Hammerdruck-Dinger was zu bauen, oder? Die sind noch alles kaputt. Oh,
Mr. Stewart? Das geht nachher weiter, dann brauchst du noch Zeit in der Gern, dann brauchst du Polizei und alles, ne? Polizei, Rathaus und Krankenhaus. Krankenhaus braucht man unbedingt, ne? Ja. Das ist alles unbedingt. Der Zeitpunkt ist gekommen, um die ersten Arbeiter anzusehen. Oh, erste Arbeit, Mann. Wer ist das? Schaffe, schaffe, wo Wesley. Ich habe Sri Lanka hin und her gebaut und habe neu gehebt, allein laden können. Schönen Tag auch. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Pferde? Felder. Felder. Aha. Ich habe jetzt hier für meine Kartoffeldings noch nicht genug Felder gebraucht. Deswegen schimpft sie. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Erntehelfer. Schon so viele Leute gebaut. Mhm. Immer noch nicht genug. Ne? Mhm. Das ist der Anzahl der Leute, erstmal die Bauern. Ne? Mhm. Wie viel? Ach so, sehen, Mann, schon Floss sehen. Oh, wunderbar. Guck mal deine Stadt. Sieht die nicht schon gut aus? Oh, so fröhlich. Danke, Papa. Oh. Die Leute.
gute Arbeit dann noch fehlt, ne? Kann ich auch am Paradentag und so, wie du machst, ne? Mach mal so. Guck mal da, Buffalos, Waldbuffalos, Bison, Bison. Bison? Ja. Galore ist... Ne, aber wilde, wilde Bison. Hm. Gab keine Katze. Noch nicht. Hügel. Kannst du so sehen, was an dir spielt? Nee, ich muss ja erstmal gucken, wo Tiere sind. Wenn ich flach durchgehe, sehe ich das schlecht. Ja, läuft dann viel. Elchen gibt's auch. Elk, große Hirsche. Elk gibt's in Schweden. Wenn die Sri Lanka bei uns gebaut hätte, wäre blutig gesehen. Guter Look. Baby-Elche. Oh, komm bald Weihnachten. Was? Meinst du Schlachten? Gugulutara gibt. Kinder, Hund. Ah, oh, guck mal, die spielen Parade angefangen, ganz offen und tanzen, ein Fest. Ja, da sind die Betrunkenen gekommen. Jung, jung, jung. Oh. Wo lange? Das ist die Musikgruppe, ne? Kaffee-Darm. Schenkt Bier ein, der Wirt. Bum, bum, bum. Macht Freude und Spaß. Mach mal ein bisschen Platz zu sehen, der Tanzplatz. Ich kann das sogar noch. Bitte. Hab ich doch, guck mal. Oh, noch die mehr. Kleine tanzt auf dem Tisch. Ja. Oh, warte mal. Der Wuselfaktor. Mhm. Das ist, wie aktiv die Leute sind. Der ist jetzt beim Mittel. Wenn ich den mal auf hoch setze, ist natürlich mehr Belastung für den Computer noch. Ne? Fortsetzen. Dann machen die eigentlich noch mehr Rambazamba. Rambazamba. Kartoffelhof, Produktion 100%. Guck mal, ein großer Kukula. Da. Großer Hahn. Aha, das ist da große kommt, da kommt Menschen. Ja. Der ist auf dem Marktplatz unterwegs. Guck mal hier, die Pitschen. Tau. Hast du gesehen? Kartoffelhof 100%. 72, 72.
große Kokolanflasche. Das kleine da ist da. Da ist das. Dort. Hier. Das ist eine große Kokolanflasche. Das ist ein Tara. Ja, okay. Das Schaf springt durch den Garten. Aha, ein Ziege. Gehst du deine Kartoffelbauern arbeiten? Ja, hier wurde ein Ecke gezeigt. Symbol. 100% gearbeitet. Kartoffelfeld. Ja, Kartoffelhof. 72, ja. Ja, noch Arbeit. 72 Felder. Wir haben 100% Arbeit. Ja. So, was soll der? Ach so. Das ist der Stock. Ach so. Da wird eingeliefert, die fahren das da alles hin und dann kommt das in den Stock. Mhm. Und von Stock, dann null, kommt das zu den Neuen, zum Marktplatz. Ja, das geht erst alles nach Dambulle und dann geht das hier zum Marktplatz. Großhandelladen, Dambulle. Guck deine Kartoffelbauern. Ah, die sind weißes. Sehr gut. Aber Bauer. Hier. Zwei Leute arbeiten. Nein, guck mal dein Kartoffelfeld an. Ah. Die Hälfte wächst nicht. Das kann ich jetzt die einzelnen Felder anklicken und dann sage ich, mach das mal auf 10 hoch. Aha. So. Siehst du, wie scheiße das Kartoffelfeld aussieht? 5. Halt. 1. Nee, nochmal. 10. Also, es muss schlechte Knolle sein. Ja, das kann ich aber auch jedes einzelne Feld noch verbessern. 10. Aber das ist meine Spielkraft. Super, wunderbar. Brauchst du ein Frühstück? 10. Kein Gassi gehen noch. Und das sieht auch ganz scheiße aus, ne? Zack. 10. Jetzt sieht das wie ein Kartoffelacker aus, ne? Kann das so gedruckt werden? Jetzt kommt der Redakteur, die Zeitung, das ist sehr wichtig. Ah, no, Chroniken. Ewig Sklaven der Hölle. Die tyrannisierte Bevölkerung von Lionel B. muss von morgens bis abends schuften und leiden wie die Tiere unter dem Joch Luzifers. Die Stadt dürstet nach jemandem, der sich erhebt und den mittelalterlichen Verhältnissen ein Ende bereitet. Ende bereitet, der neue Gesellschaft. Was bedeutet der Artikel? Artikel bedeutet ewige Sklaven der Hölle. Oh, die müssen von morgens bis abends schuften. Arbeiten. So. So, was bedeutet der Artikel? Schlecht. Ja. Wir haben nämlich unsere Holzfäller und unsere Sägewerk, die müssen die haben wir auf 100% gemacht, die müssen schuften wie die Schweine nur Überstunden. Oh. So, nun steht in der Zeitung. Schlecht minus 5, siehst du? Ja. So. Da ist Glück und Licht, 50% glücklich. Die gegenwärtige Laune bei Echtenheim war eine Erfolgssinnung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Mhm. Hier 5%. Neue Gesellschaft schlägt Wurzeln. Ah, Barbie 1 bescheidet die erste Insel ein Keim, der sich hoffentlich zu einem großen Baum auswächst. Der goldene Fruchte trägt in unserer historischen Ausgabestelle, wie die Gesellschaft vor und Frauen uns, wer weiß, wie lange die Freude anhält. Was können wir tun, diese schlechte Nachricht? Da kann ich eine bessere drauf machen. Aha. Ich kann das jetzt lektionieren. Mhm. So, jetzt habe ich, da kommt nachher noch mehr, Einfluss kann ich damit steigern. Mhm. Dieser Artikel hat keinen Effekt. Mhm.
die Zufriedenheit der Bevölkerung kann ich anklicken, aber zu Anfang haben wir einfach zu wenig Geld. Zu Anfang immer beeinflusst die Einnahmen, die ihre Bevölkerung erwirtschaftet. Das Einkommen steigt um 5%. So, den klicke ich an. Den kann ich jetzt darauf setzen, darauf setzen, darauf setzen, aber ich setze ihn auf einen ganz schlechten Artikel. Yeah, yeah. Mehr Einnahmen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wenn wir etwas kaufen, macht uns das glücklich. Also kaufen Sie jetzt und vermeiden Sie es. Ihre Herzallerliebsten später zu enttäuschen. Wer weiß, Sie könnten morgen einen Unfall haben. Also geben Sie das Geld aus, als Sie heute Ihr letzter Tag auf Erden. Positive Energie. Money, nee. No, wir haben Money. Meinst du? So, dann gehe ich jetzt raus, jetzt wird er veröffentlicht und jetzt steigt hier unser Einkommen. Ich muss arbeiten heute. Warte mal, ich wollte noch mal eins sehen. Option, Grafik, Audio, Steuerung. Papa, bitte, bitte. Ich muss heute arbeiten gehen und kochen und alles. Okay, nee. Jetzt tschüss. Englisch. Okay. Ah, Deutsch, weil da kann ich besser Deutsch lernen. Ja, aber Text, Englisch. Ah, so Text, Englisch, okay. Okay. Gut. Okay. Dann speichern. Hä? Speichern. Dann kann ich Abend spielen. Am Abend spielen. Warte mal, wenn ich jetzt... Spiel weiter, ne? Upgrade to workers. Providers cultivation areas. Hilft dir das weiter, wenn das in Englisch ist? Was geschrieben? Ja, okay, schon. Aber nachher kann man, wenn man will, auf Deutsch setzen. Ja, ich weiß ja nicht, ich kann das auf Deutsch setzen. Ja. Aber jetzt kannst du sehen. Ja, save gehen, accept. Accept. Safe gehen. Ich muss auch Google kennen. Danke. Arno 1800. Ein bisschen hast du ja auch schon gespielt, wie man mit der Maus und einem umgeht, weißt du im Großen und Ganzen auch, oder? Das ist zu schwer für dich. 5-6 Minuten wurde gespielt.